Okay, ich würde sagen, wir beginnen hiermit nochmal herzlich willkommen zu unserer digitalen Pressekonferenz zur Vorstellung des Government Defense Integrity Index 2020 von Transparency International. Mein Name ist Adrian Nennig, ich bin Pressesprecher von Transparency Deutschland. Ich begrüße neben mir auf unserem virtuellen Panel hier Natalie Hogg. Natalie leitet das Transparency International Defense and Security Program, das den vorliegenden Index erarbeitet hat. Natalie wird gleich eingangs die globale Situation insgesamt schildern und die Methodik kurz darstellen. Außerdem begrüße ich Peter Konze. Peter Konze ist Senior Advisor on Defense and Security Policy bei Transparency Deutschland und wird im Anschluss nach Natalie auf die Ergebnisse zu Deutschland eingehen im Detail. Und außerdem begrüße ich Norman Löckel, Politikexperte von Transparency Deutschland. Er wird danach tiefer eingehen auf das Thema Lobbyregulierung, das wir als besondere Schwachstelle sehen. Einige kurze technische Hinweise. Wie Sie schon sehen, haben wir hier die Speakerinnen und Speaker gespotlightet. Und ich würde Sie bitten, zunächst Ihr Video und Ihren Ton auszulassen. Nach dem Input haben Sie dann natürlich die Möglichkeit, kurz Fragen zu stellen und können dann entsprechend sich über die Handheben-Funktion von Zoom melden und dann Ihren Ton und Ihr Video auch gerne einschalten. Außerdem kurz ein sprachlicher Hinweis. Natalie wird auf Englisch vortragen und es wäre toll, wenn Sie dann auch entsprechend, falls Sie Rückfragen zu Ihren Punkten haben und der globalen Situation oder der Methodik, dann können Sie die gerne auf Englisch stellen. So, Natalie, thank you for introducing us to the global results of the GDI 2020. Thank you so much, and thanks for the opportunity to speak about the Government Defence Integrity Index. The index is a research project that assesses corruption risks in the defence sector of over 80 countries in the world. And it does it by looking at five key risk areas: policy making and political affairs, financial, personnel management, operations, and procurement. And it awards each country a score from A to F, with A being a very low risk of corruption and F being a critical risk of corruption. Why is Transparency International interested in this and why is it important? Well, the defense sector is perhaps the most important state sector on which citizens' security and safety depends. And if defense sectors are undermined by corruption, there are devastating consequences for civilians as well as for global security. It's also a sector that is growing globally. The amount of public spending on defense rose to almost $2 trillion annually in 2020. Yet it's generally a very secretive sector in nature and it lacks transparency. Analysis of the data shows that rising defense expenditure is associated with weaker governance in the defense sector. So we see a 1% increase in a country's military spending is associated with a decrease of almost 5 points in its overall GDI score, which suggests that rising military expenditure may be a major factor in weakened governance because it creates the circumstances in which vulnerabilities to corruption and governance inefficiencies can be exploited. And that's a really disturbing trend given the rise in spending. So the results at a global level and the key findings should really be a wake-up call for governments around the world. What we've found is that 62% of countries are at a high to critical risk of corruption within the defense and security sector. And countries that score poorly in the GDI have weak or non-existent safeguards against defense sector corruption. And they're more likely to experience conflict, instability, and human rights abuses. There are two key areas that stand out, both which I think are relevant to Germany. One, our finding around corruption risk management in military operations is that in terms of operational preparedness for a country's military, it's very, very low, with the average risk across the whole index of 16 out of 100, a score of 16 out of 100, which is a critical risk of corruption in military operations. There's only three countries, which is Norway, New Zealand, and Colombia, that have a foundational military doctrine that would ensure that their armed forces understand and plan for mitigating corruption risks in operations. Most countries have a very limited anti-corruption training program, and they're not really set up to deploy specialist staff to military operations in the field. And this is even the case in countries with significant international operations.
The second area I would just like to highlight is around the arms trade, where the data reveals significant corruption vulnerabilities among the world's major arms suppliers and recipients. So what we've found is that 86% of global arms exports originate from countries with a moderate to very high risk of corruption in the defense sector. Even more worrying, 49% of global arms imports are sold to countries with high to critical corruption risk in the defense sector. So there's very little oversight of where arms are being sold to. And for the major arms suppliers, of which Germany is one, the GDI highlights poor parliamentary scrutiny, transparency and oversight in export and procurement processes. It also shows that major importers lack the policies, process and systems required to manage corruption risks in procurement strategies, planning and processes. And so in countries with weak corruption safeguards, there's significant risk of public funds being siphoned off for private gain and weapons and equipment being diverted into illicit markets. And given the really devastating impact of corruption that we see in the arms trade around the world on life and human security, it's really vital that this data is seen and used by governments, and that both exporting and importing governments start to focus more on strong anti-corruption measures and transparency in this area. I will stop there and hand over to Peter and look forward to any questions. Thank you. Thank you very much. Peter. Ja, ich denke, der Bericht macht schon deutlich, welche Gefahren darin bestehen, dass in vielen Ländern der Welt einfach dem Thema Korruption von staatlicher Seite nicht genügend Bedeutung beigemessen wird. Und da sind wir bei einem Thema, was Transparency seit langem bewegt, nämlich der Zusammenhang zwischen Korruption und des staatlichen Einsatzes gegen Korruption und auch dem Zusammenhang zu Stabilität und Sicherheit in der Welt. Wir haben das mehrmals bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Thema gemacht. Und egal, wie die Ergebnisse dieses GDIs für Deutschland sind, ich denke, für die deutsche Außenpolitik, für die deutsche Entwicklungspolitik und auch für die militärischen Einsätze sind diese Ergebnisse sehr wichtig, weil es ja die Länder, mit denen wir zu tun haben, sind ja weitgehend zum Beispiel bei den militärischen Einsätzen solche, die in diesem GDI schlecht abschneiden. Was Deutschland angeht, ist generell zu sagen, das Ergebnis ist sehr gut oder gut. 86 Länder sind untersucht worden. Deutschland liegt auf Platz 6 zusammen mit Taiwan. An der Spitze liegt Neuseeland von diesen 86 Ländern. Gleichwohl gibt es eben durchaus neben den positiven Dingen, die herausgehoben werden, wie die starke Kontrolle des Parlaments, der Rechnungshof, auch der Bereich der Finanzen ist positiv beurteilt, auch Procurement mit einigen kritischen Bemerkungen, aber im Großen und Ganzen doch positiv. Aber es gibt eben auch andere Bereiche. Und da ist vor allen Dingen der, den auch eben Nathalie schon erwähnt hatte, weil er auch in vielen anderen Ländern ein Problem ist, nämlich die ungenügende Befassung mit dem Thema Korruption, wenn es um militärische Einsätze geht. Im Weißbuch der Bundesregierung kommt Korruption praktisch nicht vor. Nachdem wir wissen, spielt das Thema Korruption auch bei der Planung von Militäreinsätzen keine große Rolle und bei dem Einsatz selbst auch nicht. Es gibt sehr begrenzt und weniger als zum Beispiel die NATO es macht, Training für Kommandeure, bevor sie ausreisen in hochkorrupte Länder. Das gibt es in dem deutschen System nicht. Es gibt auch keine Berichte, die jedenfalls öffentlich zugänglich sind, über eine Auseinandersetzung mit dem Thema Korruption während militärischer Einsätze. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel Mali eins der Länder ist mit den höchsten Korruptionsrisiken der Welt, nach dem Corruption Perception Index der von Transparency International, dann ist das wirklich ein Bereich,
wo die Bundesregierung sich mehr darum kümmern musste, zumal auch bei dem letzten GDI im Jahre 2015 die Schwäche der deutschen Beurteilung genau auch bei dem Thema Militäreinsätze lag. Das andere, die andere Schwäche, die zitiert wird, ist alles, was zu tun hat mit Lobbyismus im weitesten Sinne. Und dazu wird Norman jetzt was sagen. Vielen Dank, Peter. Norman? Genau. Prinzipiell, wie schon gesagt, ist der Report für Deutschland relativ positiv, aber ein sehr großes Defizit ergibt sich im politischen Bereich. Das sind, sagen wir, mehrere Gesetze, die das betrifft. Die wurden zum Teil auch bereits nachgebessert. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also, das eine ist ein Lobbyregister. Das existiert noch nicht. Das ist verabschiedet worden als Gesetz. Ist insofern in diesem Report beim Scoring noch nicht dabei. Das wird also am 1. Januar in Kraft treten. Man muss aber gleich hinzufügen, dass es im Scoring nicht viel verändern wird, da das Lobbyregistergesetz, so wie es verabschiedet wurde, ein im internationalen Vergleich sehr schwaches Lobbyregistergesetz ist. Dazu kommen Verhaltensregeln für Parlamentarier. Auch diese wurden im Jahr 2021 nachgebessert im Zuge der bekannten Lobbyskandale. Stichwort Aserbaidschan-Affäre, Stichwort Masken-Affäre. Diese Nachbesserungen waren erforderlich. Die Nachbesserungen haben nur leider die Probleme, die sich daraus ergaben, aus den Aserbaidschan-Affären insbesondere, nicht korrigiert. Das Problem ist, dass heutzutage Abgeordnete ja nicht mehr direkt Geldzahlungen bekommen, wenn sie problematisch sind, sondern dass sie Firmen gründen und diese Firmen diese Geschäfte abwickeln und diese Kunden haben. Und genau dieser Umstand wurde mit der Novellierung des Abgeordnetengesetzes nicht korrigiert. Das heißt, das ist ein großer Schwachpunkt, der auch weiterhin bestehen bleibt. Dann gibt es immer noch das Problem mit dem Hinweisgeberschutz in Deutschland. Da gab es in der abgelaufenen Legislaturperiode den Versuch, eine entsprechende EU-Richtlinie umzusetzen. Das ist gescheitert in der Ressortabstimmung, weil das Justizministerium diese EU-Richtlinie auch auf deutsches Recht ausweiten wollte. Damit würde es natürlich zum Beispiel auch für die Verteidigungsindustrie in Deutschland respektive alle privaten Unternehmen gelten. Das wurde allerdings vom Innenministerium blockiert. Jetzt ist noch unklar, wie das am Ende ausgehen wird. Theoretisch ist am Ende dieses Jahres die Frist, bis diese EU-Richtlinie umgesetzt werden müsste. Außerdem gibt es das Thema, das uns schon lange auf den Nägeln brennt. Das ist das Thema Transparenzgesetze, also Informationsfreiheit. Auch hier hat Deutschland mittlerweile im internationalen Vergleich eine sehr veraltete Regelung, die sehr viele Ausnahmen beinhaltet und auch sehr viel Zugang, den es international gibt, in Deutschland eben nicht erlaubt. Jetzt wissen wir, dass über all diese Themen mit Ausnahme des Abgeordnetengesetzes bei den gerade laufenden Koalitionsverhandlungen gesprochen wird und wurde. Und wir als Transparency Deutschland haben uns auch an die Koalitionsverhandlungen und die entsprechenden Experten dort gerichtet, mit der nachdrücklichen Bitte, die Defizite, die es hier gibt, auch zu beheben. Ob das nun auf Gehör gestoßen ist, oder ob das jetzt auch Thema in der großen Runde mit dem Parteichef ist, das wissen wir nicht. Insofern kann sich hier noch einiges ändern. Es kann natürlich auch sein, dass die Chance vertan wird, in den noch laufenden Gesprächen hier genau diese Defizite, bei denen Deutschland auch im internationalen Vergleich hinterherhinkt, zu beheben.